Moin Leute, ich habe heute Professor Quaschning zu Gast und werde ihm einige Fragen zu AKWs, Öl, Gas, Photovoltaik und so weiter stellen und auch meine Erfahrungen aus der Praxis und eure Erfahrungsberichte mit einbringen. Da einige Vorschläge und auch Aussagen von Professor Quaschning sich auch nicht immer mit unseren Erfahrungen decken, auch wenn ich ihm da in den meisten Punkten absolut zustimmen würde. Zudem werde ich ihm noch einige direkte Fragen von euch weiterleiten. Also viel Spaß dabei. Ich freue mich wirklich sehr auf meinen heutigen Gast. Also starten wir direkt mit dem Thema Energie. Ja, gestern kam ja die Meldung, 200 Milliarden vom Bund nochmal extra, von Herrn Lindner hat er gesagt. Also es klang auch fast so, als hätte er die in den Raum geschmissen. Dabei ist das eigentlich Geld vom Bund in meinen Augen. Ladesäulen sollen erweitert werden, Wasserstoff und die EEG-Umlage soll wegfallen. Was mir jetzt so ein bisschen gefehlt hat, ist irgendwie der Plan mit den erneuerbaren Energien. Haben Sie da mehr Infos? Hängt das gar nicht zusammen, was Sie da jetzt irgendwie bringen? Oder ist das halt komplett eine andere Kiste, sage ich mal? Naja, es ist alles noch ein bisschen diffus. Es sind ja verschiedene Pakete dieses Jahr geplant. Es soll ein Osterpaket geben, so nennt sich das, was dann im April erstmal die Gesetzeslage zu erneuerbaren Energien verbessert. Im Herbst wird auch noch was passieren. Im Zuge der Ukraine-Krise erwarten wir wahrscheinlich sogar auch noch einzelne Gesetzesvorhaben, die dann im Laufe des Jahres so reintrödeln. Das lässt sich momentan relativ schwer auseinanderdiffundieren. Es gibt eigentlich das, was aus dem Wirtschafts- und Klimaministerium nach außen gedrungen ist, vom BMWK. Dort hat man zumindest mal die ersten Pläne für in der Pressekonferenz vor einigen Wochen verkündet für das Osterpaket. Und ja, da sind schon relativ interessante Veränderungen dabei, aber so richtig spruchreif zum letzten Nachlesen gibt es momentan da noch nichts. Ja, es wurden ja auch in letzter Zeit wieder Gaskraftwerke gefordert, also als Übergangstechnologie oder Brückentechnologie. Momentan erscheint das jetzt nicht als so eine ganz tolle Option, wenn man jetzt Richtung Ukraine schaut, aber mal rein technisch betrachtet. Brauchen wir überhaupt noch Gaskraftwerke? Also ich weiß, dass die installierte Leistung ist jetzt, meine ich, schon wirklich gigantisch oder nicht? Also ist das wirklich notwendig? Also rein technisch jetzt mal von den politischen Dingen abgesehen. Genau, also wir müssen erstmal natürlich sehen, was aktuell politisch passiert. Also da müssen wir natürlich so schnell wie möglich raus aus dem Erdgas, dem Öl, aber auch aus der Kohle. Also das heißt, wenn wir jetzt keine Gaskraftwerke bauen, dafür Kohlekraftwerke länger laufen, haben wir die gleichen Abhängigkeiten von Russland. Das heißt, wir müssen eigentlich aus allen fossilen Energieträgern raus und zwar so schnell wie möglich. Das fordern wir eigentlich schon seit 30 Jahren. Jetzt hat man es endlich kapiert, dass das nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus geostrategischen Gründen und aus Gründen der Abhängigkeit so enorm wichtig ist. Und jetzt muss man also das eine Mal ganz klar sagen, raus aus allen fossilen Energieträgern, Öl, Kohle und Gas. Auf der anderen Seite die Frage, brauchen wir Gaskraftwerke? Und da kann man sich jetzt erstmal technisch anschauen, wie wird das Erneuerbare oder das Energiesystem in Deutschland in 15 Jahren aussehen, wenn wir uns von Öl, Kohle und Gas losgesagt haben. Da werden wir dann im Wesentlichen auf erneuerbare Energien setzen. In Deutschland wird das im Wesentlichen die Photovoltaik und die Windenergie sein. Und die schwanken halt nun mal sehr, sehr stark. Das heißt also, da brauchen wir dann für die Nacht, wo kein Wind geht, immer Speicher. Für kurze Zeiten kann man zum Beispiel auf Batteriespeicher setzen. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo wir 2, 3 Wochen wenig Strom haben aus Sonne und Wind. Und für solche langen Zeiten brauchen wir eigentlich die Gasspeicherung. Da ist die Idee nicht, dass wir dann mehr Gas von Putin nehmen, sondern wir nehmen dann Gas, was wir uns selber machen, aus Überschussstrom, aus Sonne und Wind. Das nennt sich dann Power to Gas. Wir machen Elektrolyse, nutzen dann die bestehenden Gasspeicher, die derzeit für Erdgas verwendet werden, speichern das Gas zwischen und holen das Gas wieder zu Zeiten raus, wo wir wenig Sonne und Wind haben, verstromen es und machen dann entsprechend hier mit Gaskraftwerken Strom draus. Das ist die Idee. So wird das System der Zukunft aussehen. Und nun haben wir halt eine Übergangszeit. Momentan haben wir erstmal 20% erneuerbare Energien. Das heißt, bis wir bei 100 sind, müssen wir halt noch einiges erledigen. Und in der Übergangszeit werden wir nicht komplett ohne Gas auskommen. Und wenn wir wissen eigentlich, dass wir am Ende bei dem System, dass Gaskraftwerke eine zentrale Rolle spielen, macht es natürlich auch Sinn, die weiter zu betreiben und tendenziell auszubauen. Das war jetzt erstmal die Überlegung vor dem Ukraine-Krieg. Jetzt ist die Frage, was machen wir halt jetzt temporär weiter? Also wir brauchen auch weiterhin langfristig diese Gaskraftwerke. Wir werden jetzt nicht mit irgendwelchen Kohlekraftwerken die Lücken, wo wir keine Sonne und kein Wind haben, ersetzen können. Also da gibt es jetzt irgendwo Biokohle gar. Ich könnte mit Holz heizen, aber die Mengen kriege ich da nicht bei. Ich kann auch aus Überschuss Solar- und Windstrom kein Bioholz machen oder sowas,
sondern da kann ich halt nur Gas herstellen. Und deswegen müssen wir in den Gasbereich rein. Nun kann man natürlich überlegen, dass man jetzt im Zuge der Ukraine-Krise vielleicht die Reihenfolge ein bisschen verändert. Früher hätte man gesagt, also wir bauen jetzt sehr schnell Gaskraftwerke aus, lassen die übergangsweise mit fossilem Gas laufen und ersetzen das sukzessive durch das erneuerbare Gas. Nur das fossile Gas kommt jetzt erstmal aus Russland, Deutschland zu 55%. Und deswegen brauchen wir jetzt da wahrscheinlich zwei Strategien. Wir brauchen die Gaskraftwerke, die muss man auch bauen. Ich glaube, das muss man unabhängig von dem Gaspfad sehen. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir versuchen, wesentlich schneller beim Ausbau erneuerbarer zu sein, dass die Menge an Gas, die wir noch verfeuern, fossiles Gas kleiner ist. Und B, dass wir natürlich auch versuchen, andere Lieferanten zu finden, dass nicht das fossile Gas, was in der Übergangszeit noch gebraucht wird, zu wesentlichen Teilen aus Russland kommt. Also was ich mich da halt immer frage, gerade was die Power-to-Gas-Geschichte angeht. Also ich meine, das Problem bei Power-to-Gas ist ja der extrem miese Wirkungsgrad, was nicht schlimm ist, wenn ich genug Energie habe. Haben wir aber nicht. Und das war auch wirklich eine sehr häufige Zuschauerfrage. Wie ist denn da der Zeitplan? Wie sehen Sie das? Gibt es da einen Zeitplan oder fliegen wir da wirklich im Blindflug? Naja, wir haben ja momentan die sehr, sehr starken Diskussionen. Also wenn man jetzt nach Bayern guckt zum Beispiel, Herr Söder erzählt immer noch, dass er gerne die Wasserkraft ausbauen möchte statt der Windenergie. Da kann man also irgendwie auch nur noch den Kopf schütteln, weil die Potenziale bei der Wasserkraft sind klein. Und solange wir natürlich diese Diskussionen führen und beim Ausbau erneuerbarer Energien deswegen nicht vorankommen, weil die dann in einzelnen Bundesländern und auch von einzelnen Gruppierungen blockiert werden, dann wird es natürlich schwierig, vollkommen klar. Also wir müssen schauen, dass wir richtig Tempo aufnehmen beim Ausbau der Solar- und Windenergie, sonst brauchen wir natürlich über Gaskraftwerke und fossiles Gas und Power-to-Gas gar nicht zu reden, weil mit den 20% Erneuerbaren, die wir jetzt haben, haben wir natürlich keinen Überschuss über Power-to-Gas. Da sind wir weiter auf Importe angewiesen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich richtig, richtig Tempo machen beim Ausbau erneuerbarer Energien. Und dann werden wir aber schon in sehr, sehr kurzer Zeit Zeiten haben, wo wir Überschüsse erzeugen. Also wir sind jetzt schon beim schönen Frühlingstag bei der Situation, dass wir so 60-80% erneuerbare Energien haben. Wenn wir jetzt die Photovoltaik, die Windenergie, die wir in Deutschland haben, verdoppeln, das sind ja zumindest mal die Pläne aus dem Wirtschaftsministerium, dass das sehr schnell passieren soll. 3, 4, 5 Jahre vielleicht, dann sind wir halt bei 120-140%. Das heißt also, wir haben dann doch schon signifikante Überschüsse. Die kann man natürlich in der Anfangszeit erstmal einfach wegschmeißen, abregeln. Man kann versuchen, da die Energie billig zu machen, dass dann möglichst Elektroautos geladen werden, wenn wir Überschussstrom haben. Das ist alles wesentlich intelligenter, als dann im Prinzip erstmal kleine Mengen zu speichern. Aber man muss dann auch anfangen, irgendwann in die Speicherung einzusteigen. Am Anfang werden es wenige Stunden sein. Das heißt, man hat dann Elektrolyseure, die dann wenige Stunden Überschussstrom aus Sonne und Wind in Gas umwandeln. Immer noch besser, als das dann komplett wegzuschmeißen, die Energie. Also das wäre ja die Alternative. Nur das ist natürlich am Anfang sehr, sehr teuer, weil natürlich wir brauchen einen Elektrolyseur und wenn der halt nur wenige Stunden im Jahr läuft, wird er relativ teuer. Das muss man am Anfang sehr, sehr stark subventionieren. Dann mit dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien werden dann die Überschüsse zunehmen. Wir werden dann immer mehr Stunden haben, wo wir Überschüsse haben. Und dann rechnet sich auch irgendwann die Technologie. Das heißt also, am Anfang reden wir davon, erstmal die ersten 3, 4, 5 Jahre, die jetzt kommen, dass wir einsteigen müssen in diese Technologie. Die wird noch keinen signifikanten Beitrag zur Energieversorgung haben. Aber dann werden wir natürlich, wenn wir in 15 Jahren klimaneutral sein wollen, dann müssen diese Technologien natürlich in 8 bis 10 Jahren wirklich komplett am Start sein, weil wir sonst die Lücken nicht abgedeckt bekommen und dann, wenn keine Sonne und kein Wind weht, dann entweder auf fossile Energieträger wieder zurückgreifen müssen oder dann wirklich das Licht ausgeht und das wollen wir beides nicht. Also naja, was beruhigend ist, also es ist tatsächlich machbar, ne? Also das muss man, glaube ich, nochmal ganz, ganz klar festhalten. Das ist ja die Kernaussage, glaube ich, auch von Ihnen. Also wenn wir jetzt wirklich richtig Gas geben, dann können wir das schaffen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber wir brauchen natürlich auch noch eine gewisse Zeit und das ist auch das, was man in Russland eigentlich weiß. Also das heißt, und das ist auch, warum jetzt Deutschland in der aktuellen Lage so rumlaviert, ja, Ausstieg aus SWIFT, aber nicht die Banken, die jetzt irgendwo das russische Gas irgendwie finanzieren und ja, Ausstieg aus viele Sanktionen, aber bitte nicht die Energieträger. Weil wir haben natürlich ein Problem, über nächsten Winter zu kommen, weil wir solche Mengen an Energieträgern derzeit aus Russland importieren, dass es kurzfristig extrem schwierig ist, da Ersatz zu finden. Und das ist erstmal halt die eine Sache. Aber deswegen, um Ersatz zu finden, ist natürlich erstmal, bevor wir über Power to Gas nachdenken, erstmal wichtig, überhaupt die Erneuerbaren auszubauen, also Sonne und Wind.
Jede Kilowattstunde Solar- und Windstrom, die wir machen, reduziert natürlich irgendwo den Bedarf fossiler Energieträger. Und deswegen müssen wir erstmal schauen, dass wir dort reingehen. Die Power-to-Gas-Lösung und Gaskraftwerke bauen wäre eigentlich der zweite Schritt. Also insofern, aber den brauchen wir auch, wenn wir ein System haben, wo wir dann sehr viele Erneuerbare haben, um das halt stabil zu halten, wenn mal die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Ja, Sie hat noch gerade noch den Herrn Söder angesprochen. Also von dem höre ich im Moment auf Twitter relativ viel. Und er hatte vor kurzem noch geschrieben, er würde gerne AKWs und Kohlekraft wieder anschmeißen, um halt jetzt diese Lücke irgendwie abzudämpfen. Also ist das denn jetzt sinnvoll? Also mal ganz naiv gefragt, jetzt um diese Öl- und Gasprobleme, die wir durch Russland haben, zu lösen, wäre das jetzt ein adäquater Weg? Es wird jetzt suggeriert, wir schmeißen die AKWs an. Also erstmal haben wir ja einige schon eingemottet. Die kann ich ja sowieso irgendwie nicht mehr aus der Mottenkiste rausholen. Es sind noch 3 Anlagen in Deutschland am Laufen, die halt irgendwie 1-2% der Energieversorgung machen. Kann man drüber diskutieren. Aber ich meine, Gas in Bayern sind 23%. Das werde ich mit einem AKW auch nicht irgendwie abpuffern. Also das heißt, da ist weiterhin russisches Gas im System, auch selbst wenn wir die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen und das nicht zu knapp. Also das muss man ja ganz klar sagen. Auch bei der Kohle, da finde ich jetzt auch wieder sehr interessant, bei der Steinkohle kommt die Hälfte der Kohle aus Russland. Also auch da habe ich die Wahl zwischen der Pest und Cholera, nämlich russisches Gas oder russische Kohle. Braunkohle käme aus Deutschland, die gibt es aber in Bayern gar nicht. Also das ist ein rein populistischer Vorschlag, der uns irgendwie nicht weiterhilft. Das heißt also, wir mit solchen Aussagen zementieren wir die Abhängigkeit von russischen Energieträgern. Wir finanzieren damit weiter den Krieg. Und wenn wir weiterhin die Erneuerbaren blockieren, dann wird dieser Zustand auch noch über Jahrzehnte anhalten. Das heißt also, ohne den massiven Ausbau der Windenergie, auch in Bayern wird Deutschland nicht unabhängig werden können. Und insofern ärgere ich mich über solche Aussagen, weil ich halte sie eigentlich für rein populistisch. Sie suggerieren den Menschen, naja, wir brauchen uns nicht zu verändern. Wir machen ein bisschen Kernenergie, ein bisschen Kohle und alles gut. Und das stimmt natürlich nicht. Das heißt, wir müssen den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben massiv. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir von den Technologien loskommen. Wenn wir im nächsten Winter temporär Probleme haben, weil zum Beispiel Putin wirklich den Gashahn kappt oder sowas, dann kann man immer noch mal überlegen, ob man ein altes Kohlekraftwerk noch mal anschmeißt, um irgendwelche Versorgungslücken zu decken. Da denke ich mal, braucht man auch keine Denkschrauengpässe dann hier zu machen, wo man also hier Denkverbote hat. Aber das jetzt erstmal als die Universallösung zu machen, das ist ja vollkommen Quatsch. Also das bringt uns nur vom Regen in die drauf. Wo Sie es schon angesprochen haben, wissen Sie, wo unser Uran eigentlich herkommt? Also die Frage kann man ja mal auch stellen. Das haben wir ja auch nicht hier in Deutschland vermutlich, ne? Nee, also Uran gab es mal in DDR, war mal das größte Produktionsland in der Wismut AG. Thüringen hat man da viel aus der Erde rausgeholt. Nach der Wiedervereinigung hat man das saniert, 5 Milliarden Schaden durch verstrahltes Gelände oder sowas. Das ist mittlerweile wieder aufgeräumt, einigermaßen dann die Schäden beseitigt. Aber deswegen fördern wir kein Uran mehr. Und natürlich sind wir beim Uran genauso auf Import angewiesen wie bei Öl, Kohle und Gas. Da gibt es natürlich verschiedene Länder. Aber es ist eine Energie, die wir importieren müssen. Und wenn wir erneuerbare Energien aus Deutschland haben, Sonne und Wind, jede Kilowattstunde, die wir bei uns vor Ort produzieren, die muss nicht importiert werden. Davon sind wir unabhängig. Alle Kriege und Krisen können diesen Technologien nichts anhaben. Und deswegen sollten wir auf heimische erneuerbare Energien setzen. Das ist der einzige Weg, uns unabhängig zu machen und die Kernenergie. Ja, aber selbst, ich finde das irgendwie dieses Geschrei, ich finde diese Diskussion auch ziemlich unredlich, muss man sagen. Es wird suggeriert, dass wir mit diesen paar Kernkraftwerken, die wir in Deutschland haben, einen signifikanten Beitrag zur Energieversorgung leisten können. Also im letzten Jahr hatten wir noch 6 Kernkraftwerke, die haben 3% des Endenergieaufkommens gedeckt. Jetzt haben wir noch 3, das sind 1-2%. Kann man drüber diskutieren. Das kann sicherlich, wenn wir einen ganz, ganz dunklen Winter haben und das Gas abgeschaltet wird, sicherlich können da auch 1% helfen. Aber das hilft ja weder, um uns von dem russischen Gas loszusagen, noch irgendwo bei dem Klimaschutz irgendwo signifikant. Wenn, müssten wir über 100 neue Kernkraftwerke bauen, dann stellen wir mal 3 Stück irgendwie ins Umland von München und dann schauen wir mal irgendwie, wie Herr Söder dann reagiert, weil er wird der Erste sein, der natürlich gegen den Neubau von Kernkraftwerken ist. Insofern ist das reiner Populismus. Kennen Sie irgendeinen Wissenschaftler, also ich, der das bestätigen würde, was der davon sich gibt? Also jetzt mal ganz im Ernst, ich habe ja viele Wissenschaftskollegen auch und keiner, den ich irgendwie kenne, würde das als wissenschaftlich haltbar hinstellen. Das wundert mich halt immer, dass man also als Wissenschaftler da anscheinend überhaupt nicht ernst genommen wird. Ich weiß nicht, wie ist es bei Ihnen? Also haben Sie Wissenschaftskollegen, die solche Thesen stützen würden? Also ich finde das immer absurd, dass man da überhaupt drüber reden muss. Also das kommt mir oft nicht in den Kopf rein. Naja, wir haben ja bei vielen anderen Gebieten gesehen, dass also Politik und Wissenschaft nicht immer deckungsgleich sein muss.
Und das trifft offensichtlich auch hier bei der Energiepolitik von Bayern zu. Also Sie finden natürlich gerade bei dieser Position, die ist ja sehr AfD-nah, muss man dazu sagen. Also vermutlich sind eher politische Überlegungen treiben, dass man nicht noch mehr Wählerinnen und Wähler an die AfD verlieren möchte, weil man Windräder baut, weil man irgendwie Energiewende vorantreibt. Und deswegen hat man diese populistischen Sprüche, die jetzt teilweise sogar hier im AfD-Programm auch mit drin sind, die übernimmt man dann in Bayern. Das ist vollkommen klar. Sie finden natürlich sicherlich, also auch wenn die AfD jetzt irgendwelche in Fachausschüssen Leute einlädt, dann finden sie natürlich irgendwelche Menschen mit Professoren- und Doktorentiteln, die auch irgendeinen Unsinn, sage ich mal, mit einem akademischen Titel schmücken. Aber sage ich mal, von der großen Wissenschaftscommunity werden sie hier keine ernsthaften Menschen von Forschungsinstituten finden, die sowas dann entsprechend dann teilen, weil es sind einfach, man kann ja einfach diese Mengenbilanz sich anschauen, was haben wir an Kernenergie, was haben wir an Wasserkraft, da wurde ja auch irgendwo, was haben wir da an Potenzialen und hilft das? Und da kann man sagen, ja, temporär, das sind kleine Mengen, da kann man drüber diskutieren, ob wir irgendwie 1% mehr oder weniger irgendwie dann haben. Aber wenn wir dann wirklich die großen Lösungen haben, die uns unabhängig von dem russischen Gas machen sollen, da spielt die Kernenergie, da spielt die Wasserkraft keine Rolle. Da habe ich noch kein seriöses Szenario gesehen, die gesagt haben, Bayern macht jetzt irgendwie 100% Wasserkraft. Das wird ja gar nicht funktionieren, weil dafür sind einfach die Mengen an Wasser nicht da. Und auch bei der Kernenergie, also wie gesagt, den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken bringt es nichts. Und man müsste dann, wenn man auf die Kernenergie wirklich als Alternative setzt, über den Neubau von Dutzenden oder Hunderten neuen Kernkraftwerken reden, und dann auch über die Endlagerung von dem ganzen Müll, der dabei entsteht. Das müsste dann auch in Bayern passieren. Auch da will sich ja Bayern verweigern. Also insofern ist das ja irgendwo, das ist eine reine populistische Erzählung ohne Substanz dahinter. Das muss man ganz klar sagen. Dann würde ich jetzt nochmal auf Speichertechnologien übergehen. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen mein Thema auf YouTube. Also ich fange einfach direkt mal an. Ein aktueller Akku von zum Beispiel BYD oder sowas mit 24 Kilowattstunden, also sagen wir mal so, und die Größenordnung, die ich jetzt auch bei mir so stehen habe, der kostet so, wenn man es wirklich lange sucht und günstig findet, so um die 12.000 Euro. Und das ist ja noch ein günstiger Anbieter. Also das geht noch viel, viel größer. Ja? Also meine DIY-Lösung zum Beispiel, die eigentlich wirklich genau dasselbe ist, auch Lithium-Eisenphosphat, kostet 3.300 Euro, habe ich jetzt insgesamt bezahlt, mit jeglicher Elektronik und allem drum und dran. Ne? Aber ich weiß nicht, ob Sie sich da auskennen, aber wie kommt sowas zustande? Also das ist ja wirklich eine extreme Preisübertreibung. Also ich finde halt, dass das wirklich absurde Preise sind. Und da muss ich auch so ein bisschen auf das Interview von Ihnen bei Thilo Jung eingehen. Da hatten Sie ja von Subventionen halt gesprochen, gerade in diesem Bereich, die ich zwar selber auch für sinnvoll halte, aber man muss jetzt schon die Frage stellen, müssen wir solche extremen Preise subventionieren? Sind die wirklich gerechtfertigt oder pusht man da nicht irgendwie so eine totale Preissteigerung, die eigentlich, wie gesagt, nicht gerechtfertigt ist? Also das die Frage stelle ich mir wirklich oft. Ja, ist ja relativ spannend. Also was Speicherkosten kann man ja bei Elektroautos sehen, nicht? Also da sind ja die Batterien mit drin. Wenn man jetzt so ein großes Elektroauto hat, was weiß ich, so einen großen VW ID.3, dann Tesla, da hat man 50, 60 Kilowattstunden. Ja, wenn man jetzt die als Heimspeicher kaufen will, da liegt man ja irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro pro Kilowattstunde. Das heißt also, wenn man das aufs Auto übertragen würde, würde man, sage ich mal, nur für den Speicher so viel zahlen, wie das ganze Auto kostet. Das heißt also irgendwo, wenn man also den Speicher mit Auto kauft, kriegt man also das für den gleichen Preis wie beim Heimspeicher. Man kriegt umsonst noch ein Auto dazu, sage ich mal, um einfach mal diese Preisrelation dann zu sehen. Und gerade bei diesen Heimspeichern haben wir einfach sehr, sehr hohe Preise. Da würde ich mal sagen, es ist halt Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage nach solchen Speichern ist relativ groß. Diese Preise haben sich etabliert. Und solange das so ist, wird man natürlich auch solche Speicherpreise abrufen. Wir raten eigentlich oder wir sagen eigentlich in unseren Berechnungen von unserer Hochschule schon seit Jahren, dass eigentlich die Photovoltaikanlage ohne Speicher eigentlich bei diesen Preisen immer wirtschaftlich sinnvoller ist. Also wirtschaftlich, energiepolitisch und ökonomisch vom Gefühl her ist eine andere Sache, aber da sind diese Systeme einfach viel zu teuer noch. Und das wird sich natürlich auch irgendwann durchsetzen, dann, wenn jetzt Gewerbeunternehmen nachfragen, spielen natürlich irgendwann vielleicht auch Fragen wie Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit eine Rolle. Aber sobald ich wirklich hier versuche, die Rendite mehr auszurechnen, dann sieht es bei diesen Preisen halt für Batteriespeicher, die zu Hause mit der Photovoltaikanlage betrieben werden, in der Regel nicht gut aus.
Die Margen sind aber relativ hoch. Das heißt also, wir sehen das jetzt auch momentan, gerade wenn Photovoltaikanlagen gebaut werden. Die meisten Installateurinnen und Installateure versuchen, den Speicher mitzuverkaufen, weil man dort halt einfach diese sehr, sehr großen Margen noch hat und auf alle Fälle am meisten gewinnen kann. Und dann werden diese Speicher halt einfach mitverkauft zu den aktuellen Preisen. Und es gibt momentan einen Markt, der sie abnimmt. Und solange das so ist, ist das in Ordnung. Jetzt würde ich mal sagen, erstmal für den Anfang auch nicht so dramatisch. Man muss diese Speicher ja auch einführen in den Markt. Ist ja jetzt nicht so, dass jetzt auch die großen deutschen Speicherhersteller 5 Millionen Stück im Jahr fertigen und verkaufen. Also das heißt, teilweise sind die Stückzahlen halt noch deutlich kleiner. Bei der Markteinführung kann das sein, aber langfristig müssen wir natürlich sehen, dass wir bei Heimspeichern auf ähnliche Preise kommen wie bei Speichern in Automobilen. Nur dann können sie in großen Stückzahlen auch wirklich für die Energiewende die Bedeutung einnehmen, die wir da auch brauchen. Ja, ich habe halt persönlich die Sorge, also zum Beispiel bei Wärmepumpen sieht man ja auch einen extremen Preisanstieg und ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich habe es mal versucht irgendwie zu recherchieren, also können solche Subventionen dann nicht noch zu einer noch stärkeren Nachfrage führen und dann, wenn man Pech hat, zu einer noch größeren Preisanstieg, dass dann im Prinzip die Subvention dann verpufft, also sowas passiert ja, glaube ich, häufiger, das ist halt, das wäre sehr dramatisch eigentlich, ne? Weil das bringt halt niemandem was. Das werden wir jetzt überall sehen. Ja. Also das werden wir jetzt überall sehen, nicht? Also wir haben jetzt einen Preisanstieg an der Tankstelle, das ist ja auch irgendwie erstaunlich. Der Dieselpreis hat sich fast verdoppelt, also das müssen wir auch irgendwie mal sehen. Natürlich hat das auch Auswirkungen sofort auf andere Energieträger, ne? Also wenn jetzt irgendwie Öl, Kohle und Gas so teuer werden, dann steigt natürlich auch die Nachfrage bei allen Alternativen. Und egal, ob ich da Subventionen reinbuttere oder nicht, wird es natürlich dort auch teurer werden. Das heißt also, wir sehen auch schon seit einem Jahr, dass die Preise für Photovoltaiksysteme steigen. Die Vergütung fällt, was also auch nicht eine sehr, sehr, sehr gute Sache ist. Das führt nämlich dazu, dass die Wirtschaftlichkeit immer schlechter wird. Also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir im Energiebereich, egal ob wir erneuerbare oder fossile Energieträger haben, in den nächsten Jahren deutlich höhere Preise sehen, als wir das letztes oder vorletztes Jahr gewöhnt waren. Das wird sich irgendwann wieder normalisieren. Natürlich, wenn die Preise steigen, dann hat Marktgesetze, dann gibt es natürlich auch mehr Anbieter, die versuchen natürlich in den Markt zu drängen. Dann werden auch mehr Fabriken wieder gebaut für Speicher und so weiter. Dann werden sich in dem Zeitraum, ist immer dieser Schweinezyklus, nach 2, 3 Jahren werden die Preise dann auch wieder fallen. Aber in dem kurzen Zeitraum, wenn wir jetzt Energiewende im Expresstempo machen wollen, werden die Preise signifikant steigen. Wir haben kein Material, wir haben kein Personal und deswegen werden wir hier mit steigenden Preisen rechnen müssen. Und ja, das ist nicht gut. Das macht die Energiewende auch teuer am Ende. Es wäre sinnvoller gewesen, wenn wir vor 10 Jahren geordnet, das langsam entsprechend geordnet hochgefahren hätten. Jetzt müssen wir auch angesichts der Ukraine-Krise das im Expresstempo nachholen. Ja, das wird teuer werden. Aber was haben wir denn für eine Wahl? Also wir können jetzt weiter russisches Gas kaufen und entsprechend dann ja da diese Abhängigkeiten haben. Was ja auch extrem teuer ist mittlerweile. Also das ist ja, wir haben ja die Situation, das muss man den Leuten auch erstmal erklären. Es wurde ja lange Zeit suggeriert, dass die fossilen Energieträger immer billiger sind und Solar oder alles entsprechend preiswerter. Mittlerweile zahlt man an der Strombörse teilweise mehr Geld, als der Haushaltsstrom kostet. Also da sind also Solarbatterien und Photovoltaikanlagen mittlerweile Schnäppchen dagegen. Also das ist auch eine Situation, die wir momentan haben. Und die Wahl, die ich jetzt habe, ich kann jetzt auf sehr teure fossile Energieträger setzen oder auf etwas weniger teurer, wo die Preise auch ansteigen, erneuerbare. Und der zweite Weg ist sicherlich der richtige. Hier noch 2 Zuschauerfragen, die würde ich Ihnen noch mal ganz kurz stellen, die noch zum Thema passen. Also ein Zuschauer hat gefragt, wäre nicht der Idealfall für die Energiewende, wenn sich so viele 1- bis 2-Familienhäuser oder kleine bis mittlere Betriebe perspektivisch soweit wie es geht, mit Kurzzeitstrom bzw. Langzeit-H2-Speicher und Wärmepumpen autark machen. Also ich glaube, er spricht da jetzt einfach von diesen kleinen dezentralen Lösungen, ob das jetzt so das Optimale wäre quasi. Also ja, es geht technisch, dass man sich als ein Familienhaus oder als kleiner Gewerbeunternehmen sich schon heute komplett unabhängig macht, die Stromleitung kappt und dann mit Wasserstoffspeicher über den Winter kommt. Ich persönlich bin davon, also ich finde es erstmal gut, weil man kann damit zeigen, was mit Solarenergie heute alles technisch schon möglich ist. Also technologisch finde ich diese Sachen sehr spannend. Für die Energiewende halte ich es nicht für so glücklich, das in der großen Breite auszurollen, weil wir wissen, Wasserstoff ist halt mit sehr, sehr großen Verlusten behaftet. Und es ist ja Quatsch, wenn ich mit sehr großen Verlusten aus meinem Solarstrom Wasserstoff erzeuge und das Haus nebendran noch Gas- und Kohlestrom bezieht. Das heißt also, dann ist es natürlich sinnvoller, den Überschussstrom erstmal dort zu verwenden, wo er verlustärmer verwendet werden kann.
Und in dem Moment, wo ich mir halt den Stromanschluss kappe, beraube ich mich natürlich auch der Möglichkeit, Windstrom zu nutzen. Das kann ich meistens halt nicht auf dem eigenen Grundstück, weil da die Windkraftanlagen nicht stehen können. Die stehen vor den Toren der Stadt. Aber die helfen mir natürlich, möglichst effizient im Winter für eine Versorgungssicherheit zu machen, was ich sonst mit sehr, sehr großen Verlusten und Überschüssen aus Solarenergie dann ja, wirklich dann erzwingen muss, dass ich also den Solarstrom in Wasserstoff verlustbehaftet dann umwandle und dann im Winter wieder raushole, weil da die Solaranlage halt nicht genug liefert. Und wir brauchen die Kombination aus Sonne und Wind. Und deswegen würde ich sagen, wir haben die Netze. Warum ohne Not die Netze kappen und versuchen, hier unabhängig zu sein? Es ist alles gut, was man baut. Aber zum Beispiel diese Wasserstoffspeicher, warum setzt man die dann nicht netzgekoppelt ein? Dass man zum Beispiel auch im Winter, wenn zu viel Windstrom da ist, dass ich dann den Wasserstoffspeicher eventuell wieder voll mache, bevor ich dann Windstrom abregel, weil ich dann diese Möglichkeiten habe. Also wenn solche technologischen Einheiten da sind, dann sollten die wirklich im System für alle Anwendungszwecke genutzt werden und nicht temporär, weil damit machen wir es, bauen wir Parallelstrukturen auf. Die Energiewende wird komplizierter und teurer. Na, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich von Vollautarkie gesprochen hat oder einfach meinte, so eine Hybridlösung. Also, dass wenn ich jetzt die Überschüsse habe, dass ich die dann auch durchaus einspeise oder ins Netz gebe. Das wäre aber, also so eine Hybridlösung wäre in Ihren Augen auch was Sinnvolles durchaus. Ja, auf alle Fälle. Also der Ausbau der Solarenergie macht Sinn. Also das heißt, macht die Dächer voll, sowohl zu Hause als auch woanders. Und wir brauchen auch Speicher. Das heißt also, ob wir nun, also wir werden auch Wasserstoffspeicher brauchen. Aber wie gesagt, es macht erstmal Sinn, den Solarstrom so lange einzuspeichern, bis das Netz halt voll ist. Und wenn es dann halt irgendwann keinen Abnehmer mehr gibt für den Solarstrom, dann ist es durchaus auch interessant, den vor Ort in Wasserstoff umzuspeichern. Warum nicht? Das muss ich ja nicht zentral durch den Energieversorger machen lassen. Aber man muss schon schauen, dass diese mögliche Interaktion des Netzes, also die dann noch stattfindet, dass man also auch auf Windstrom zurückgreift und nicht versucht, alles vor Ort mit Wasserstoff zu machen. Das geht, wie gesagt, technologisch, aber ist halt mit sehr, sehr hohen Verlusten behaftet. Und man braucht halt ein sehr, sehr großes Dach. Und auch ökologisch gesehen muss man sagen, wenn ich halt dann wirklich einen größeren Teil des Solarstroms wirklich dann in Verlusten in Wasserstoff umwandle, ja, hat das natürlich auch einen negativen ökologischen Footprint, wenn dieser Strom woanders verwendet werden kann. Also wenn man die Netzkopplung nicht kappt, dann kann das durchaus Sinn machen. Und da muss der Gesetzgeber aber auch nachregeln. Momentan darf ich ja diese dezentralen Speicher ja gar nicht für die Netzstützung einlegen. Also wenn schon mal so ein Wasserstoffspeicher da ist, dann wäre es ja auch sinnvoll, dass ich den mit Überschuss Windstrom zum Beispiel betanke und nicht nur mit meinem eigenen Solarstrom. Und dann kann ich den Speicher auch viel, viel besser ausnutzen. Das rechnet sich alles viel besser. Da müssen wir hin. Das heißt also, der Gesetzgeber muss jetzt gucken, dass private Speicher auch am ganzen Energiemarkt teilnehmen können. Und wenn das der Fall ist, und die auf dem freien Markt dann einfach dann mit teilnehmen können, dann ist das durchaus eine sinnvolle Lösung. Wäre das dann schon so Richtung Smart Grid quasi? Also wäre das der richtige Begriff an der Stelle? Im Prinzip ja. Smart Grid heißt ja, dass ich das Ganze zum Beispiel mit Preissignalen belege, nicht? Dass man einfach, wir sehen ja jetzt schon, also wenn viel Sonne da ist, dann geht der Strompreis gegen Null. Das wird künftig so sein, dass also wenn wir in Deutschland extrem viel Solarstrom haben oder auch Windstrom, dass der Strompreis dann nichts mehr wert sein wird, weil wir einfach im Strom ertrinken. Dann wird es Stunden geben, wenn keine Sonne und Wind da ist, wo Strom sehr, sehr teuer wird. Also dass das Dreifache noch kosten wird wie heute. Und das ist natürlich dann schon spannend für Speicher, dass man sagt, okay, also wenn der Strom wirklich billig ist, dann hole ich mir den, entweder meinen eigenen Strom, den ich nicht mehr loskriege, oder halt sogar auch günstigen Strom aus dem Netz. Den packe ich dann in den Speicher rein. Und wenn dann wirklich Not am Mann ist, dann kann ich den Speicher ans Netz bringen. Ich kann Strom erzeugen, vielleicht nicht nur für mich, sondern auch fürs Netz und wieder zurückspeisen. Das heißt, dann kann dieser Speicher auch wirklich einen Beitrag zur Netzstützung liefern. Und damit das Ganze funktioniert, müssen halt diese Preissignale bis zum Endkunden, bis zum privaten Haushalt durchgereicht werden. Und das muss man über intelligente Netze machen. Und das wäre, sage ich mal, wirklich höchste Autobahn oder Zeit, dass sowas auch passiert von der Politik her. Dass man also sagt, okay, wir sorgen jetzt dafür in den nächsten 2 Jahren, dass alle an diesem Energiemarkt teilnehmen können. Und dann gibt es dann solche Systeme und dann sind die auch sinnvoll. Was auch noch oft kam, das war tatsächlich eine ganz einfache Frage. Also da hat halt jemand zum Beispiel geschrieben, ich wohne jetzt in der Stadt in einem Hochhaus, wo soll ich mein E-Auto laden? Also
bekommt man wirklich irgendwann genug Angebote hin? Im Moment ist das definitiv nicht der Fall. Aber ich meine, das ist ja mal so eine ganz einfache, praktische Frage. Ist das realistisch? Also kann man das irgendwann schaffen, dass jetzt zum Beispiel wirklich in so einer Stadt mit ganz vielen Hochhäusern, also ich meine, das sind ja, was weiß ich nicht, wie viele Autos, die da rumstehen, dass man die alle laden kann? Also ist das überhaupt realistisch oder geht man eigentlich davon aus, das wird so nicht gehen? Ja, erstmal müssen wir schauen, dass wir die Zahl der Autos in Deutschland halbieren. Das ist immer so die Botschaft. Also das heißt, erstmal wäre weniger Autos, dann macht es leichter. Ja, nun haben wir natürlich deutsches Recht. In China oder sowas würde man halt einfach irgendein Kabel vom Balkon schmeißen und gut ist. Das ist in Deutschland halt nicht denkbar. Also da hat man gleich Ärger mit dem Ordnungsamt der Hausverwaltung oder sonst irgendwie. Das funktioniert leider nicht, die Lösung. Also brauchen wir dann wirklich offizielle Ladesäulen. Was man nicht machen wird, wahrscheinlich, dass man bei jedem, an jedem Hochhaus, bei jedem Parkplatz dann eine Steckdose macht. Das wird irgendwann relativ teuer. Ich denke mal, die pragmatische Lösung wird sein, dass man versucht, Schnellladesäulen aufzubauen in größeren Stückzahlen, möglichst da, wo ich mit dem Auto auch hinfahre, zum Beispiel bei Einkaufszentren, ne? Also das heißt, ich mache ja mit dem Auto, also entweder steht das Auto sowieso nur rum, dann ist es auch egal, ob ich es lade oder nicht. Oder es wird halt genutzt. Wenn es genutzt wird, was mache ich damit? Entweder fahre ich zur Arbeit. Dann wäre natürlich auch eine Lösung beim Arbeitgeber, einfach hier eine Ladesäule zu machen. Das heißt, das muss man steuerlich fördern, dass das funktioniert. Das ist dann meistens auch einfacher zu realisieren, einfach bei den Parkplätzen, beim Arbeitgeber. Und dann die zweite Möglichkeit wären dann halt Schnellladesäulen bei Supermärkten zum Beispiel. Wenn ich dann 20 Minuten einkaufen gehe oder eine halbe Stunde, ist das Auto fast wieder voll. Und das wäre eigentlich die Lösung, die man dann präferieren müsste, für Menschen, die halt hier in Mietwohnungen keinen Zugang zu eigenem Solarstrom haben. Sonst wird es natürlich schwierig mit dem Elektroauto. Aber man muss einfach mal auch vielleicht 10 Jahre weiterdenken. Also früher oder später wird auch das selbstfahrende Auto kommen. Also das heißt, wir haben irgendwie so im Kopf, dass sich in Deutschland die nächsten Jahrzehnte gar nichts verändern wird, nicht? Wir werden weiterhin Hochhäuser haben und da werden ganz viele Parkplätze davor sein. Und jeder hat sein eigenes Auto und das muss so sein. Und dann muss halt das Benzinauto durch das eigene Elektroauto ersetzt werden. Und wir werden in sehr, sehr kurzer Zeit wahrscheinlich auch schon die selbstfahrenden Autos sehen. Dann kriege ich einfach eine Flatrate, wo ich dann einfach, wenn ich oben in meiner Wohnung bin und los will, drücke ich auf den Knopf und sage, ich hätte gerne 3 Minuten ein Auto und dann fährt das einfach vor. Und dann kümmert sich jemand anders um das Laden und dann habe ich gar nicht mehr das Problem, aber trotzdem Zugang zu einem eigenen Auto, zu einem Preis, der auch nicht teurer sein wird als das eigene Auto. Und insofern lassen wir uns mal überraschen. Also da wird es noch in den nächsten wenigen Jahren interessante Lösungen geben, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, das finde ich total interessant, dass Sie das ansprechen. Also ich denke auch, dass das wirklich ein echter Ausweg aus dieser ganzen Misere sein könnte, weil man dann vielleicht wirklich von diesem Individualverkehr, also zumindest, dass jeder ein eigenes Auto besitzt oder sogar auch zwei, möglicherweise komplett wegkommen könnte oder zumindest das massiv reduzieren könnte. Und das wäre ja richtig toll, ne? Also den meisten Leuten ist auch gar nicht klar, was das Auto auch an Kosten verursacht. Allein die Stellplätze kosten ja irgendwie ein Schweinegeld. Die werden momentan kostenlos zur Verfügung gestellt. In Tübingen wurde mal versucht, dann die Kosten umzulegen. Da war das Geschrei dann groß, dass dann mehrere 100 Euro an Parkgebühren auch aufgerufen wurden pro Jahr, weil das ist ja wirklich das, was der Unterhalt auch dieser Stellplätze die Stadt kostet. Das heißt also, wir subventionieren da den Autoverkehr halt einfach massiv. Und wenn wir einfach dann mal diese alternativen Lösungen angucken und die Parkplätze dann vielleicht auch wegfallen können zu größeren Teilen und Spielplätze hingebaut werden können, dann haben doch alle was davon. Also insofern einfach mal die Gedanken offen lassen und dann solche neuen Sachen einfach mal anschauen. Das hilft natürlich jetzt nicht für die nächsten 1-2 Jahre, das ist vollkommen klar. Also das heißt, da wird man, solange es das noch gibt, Lösungen machen können. Aber ich kenne auch Leute, die in Mietwohnungen wohnen und die einfach sagen, okay, ist halt ein bisschen umständlich. Ich muss halt dann einmal die Woche zu irgendeinem Schnelllader oder sowas fahren oder bei irgendeinem Discounter einkaufen und dann eine Stunde verdrödeln, weil der gerade so eine Schnellladesäule vorhat. Aber ja, andererseits irgendwie, man verplempert fürs Auto sowieso wahnsinnig viel Zeit. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Die Kosten des Autos sind extrem hoch. Die meisten in Deutschland arbeiten einen Tag die Woche oder nur fürs Auto. Und dann kommt auch die Stunde, die ich dann in der Woche dann nochmal verplempere beim Laden, noch auch nicht mehr drauf an. Ich glaube, der ein oder andere wird auch noch ein bisschen mehr dafür arbeiten. ja, da sind wir ja schon beim E-Auto. Da habe ich tatsächlich auch noch was ganz Spannendes. Also bei E-Autos finde ich persönlich, also das habe ich jetzt selber mitbekommen, gibt es halt wirklich ein gigantisches Problem und das ist wirklich das Recycling von den Akkus. Also ich bin ja selbst Mitbegründer von einer Firma, die halt KIs entwickelt, tatsächlich um gebrauchte Akkus schnell zu testen, ja, also wirklich in Sekunden schneller.
Und wir haben jetzt gemerkt, dass extrem viele Recyclingunternehmen da ein Wahnsinnsinteresse haben. Und eigentlich ist es absurd, wenn man sich den Grund überlegt, warum das so ist. Weil man muss sich das vorstellen, die Recycler kriegen diese E-Auto-Akkus angeliefert und die haben keine Information darüber, keine. Die wissen nicht, wie man das Ding aufmacht. Das ist einfach nur eine riesige Blechkiste, die teilweise eine halbe Tonne wiegt. Die sind Zellen da drin sind unbeschriftet und die haben keine Informationen zur Lebensdauer, zu irgendetwas, nicht mal zur Zellchemie oder sowas. Also das ist eigentlich eine Katastrophe. Und wenn ich mir jetzt halt vorstelle, die müssen jetzt entscheiden, also es wäre eine Option, die in Second Life zu schicken, was ja total, also eine ganz tolle Sache wäre in meinen Augen. Also das machen wir ja auch ganz viel. Und wir haben ja selber gesehen, irgendwie, also gut 90% von allen Akkus oder Zellen, die da drin sind, die sind einfach noch wunderbar weiterverwendbar. Das ist eine Schweinerei, die jetzt ins Recycling zu geben, was ja dann auch nicht zu 100% funktioniert. Ne? Ja, was man hier halt sehen kann, ist, dass da wäre die Politik, glaube ich, echt in der Pflicht gewesen, halt sehr, sehr früh einzugreifen und auch die E-Auto-Hersteller oder die Batteriehersteller dazu zu zwingen, da gleiche Bedingungen zu schaffen. Und zwar dahingehend, dass so eine Automatisierung irgendwie stattfinden kann überhaupt. Ne? Im Moment ist das alles manuell. Also da sitzt wirklich ein armer Mann mit einer Flex unter Umständen, die sind auch teilweise noch verklebt und muss das Ding dann aufmachen. So muss man sich das halt vorstellen. Und wie viele Akkus man da so recyceln kann, das können Sie sich denken. Das sind nicht viele. Ne? Und da frage ich mich ernsthaft, weil man hat ja jetzt schon sehr viele Akkus, wie soll man da rauskommen? Ne? Also das scheint irgendwie ein fast unlösbares Problem zu sein, zumindest für die nächsten Jahre. Und ich also sehe da halt ganz, ganz massiv die Politik in der Pflicht, da halt zu sagen, Leute, dass jeder Akku, der gebaut wird, der muss automatisierbar, recycelbar sein oder auch testbar. Ne? Kennen Sie sich da aus? Gibt's da Pläne, wie man aus dieser Misere rauskommt? Also mir wären jetzt keine bekannt, aber also das halte ich schon für ein ernsthaftes Problem. Also Problem haben wir ja schon seit Jahren, auch schon bevor das Elektroauto dann an den Markt kommt. Wenn man jetzt einfach nur die ganzen Lithium-Batterien in Laptops, Handys oder sonst irgendwo, da ist das Problem ja analog, nicht? Also das ist im Elektroauto poppt es jetzt erstmal neuerdings auf. Die Batterien sind größer, also insofern wäre dann das Recycling auch, sage ich mal, einfacher. Aber auch die großen Mengen, die wir halt in Handys oder Laptops drin haben, also ich glaube auch nicht, dass die im Wesentlichen dem Recycling zugeführt werden. Also das ist ja genauso, die sind verbaut ohne Ende und auch da kommt man irgendwie nicht mehr ran. Wir werden es uns auf Dauer nicht leisten können, das ganze Lithium, die ganzen Materialien, die da drin sind, irgendwo auf die Mülldeponie zu kippen oder zu verbrennen. Ja? Also das heißt, dann fehlen uns einfach diese Materialien irgendwann. Wir brauchen eine 100% Recyclingwirtschaft, also vollkommen richtig. Wir haben ja sehr, sehr starke Diskussionen über die Rohstoffe auch, die wir aus der Erde kratzen und auch die Bedingungen, die dabei herrschen. Also vollkommen zu Recht. Und man könnte ja auch sagen, okay, das ist jetzt die Übergangszeit, nicht? Also wir schauen irgendwie, wir haben jetzt 10 Jahre, da müssen wir einfach massiv auf diese Rohstoffe setzen und dann gehen wir in eine 100% Recyclingwirtschaft. Dann müssen wir das ja gar nicht mehr importieren. Das heißt, dann hätten wir praktisch das in Deutschland und wir führen das also komplett zu. Und da muss man sich jetzt intensivst Gedanken machen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt ja einige Hersteller, die sagen, die versprechen Recyclingquoten von über 90% bei Lithiumbatterien, indem sie die halt vermahlen. Und da bin ich aber jetzt nicht der Fachmann zu sagen, wie das gut dann wirklich in der Praxis bei unterschiedlichen Batterietypen funktioniert. Nicht? Die haben natürlich jetzt auch nur Prototypenanlagen, wo sie dann einen bestimmten Akku dann wahrscheinlich verwenden, wo das dann auch funktioniert. Wenn die natürlich Kraut und Rüben von allen Herstellern kriegen, ist die Frage, wie hoch dann noch die Recyclingquoten auch realisierbar sind. Und da ist der Gesetzgeber gefragt, ganz klar. Also, dass man auch Standards definiert. Und das auch möglichst schnell. Wahrscheinlich, so ist immer Deutschland, reagiert ja immer erst, wenn das Problem groß und unüberwindbar ist. Also vermutlich erst in 5 oder 10 Jahren. Das ist eigentlich so ein bisschen das Schade, das Traurige, dass wir halt nicht vorausschauend hier agieren. Aber vollkommen richtig. Also das Problem müsste man angehen. Und es wäre ja auch ein Problem, was relativ einfach lösbar ist. Ne? Also dann einfach die Zellchemie erstmal draufschreiben. Das ist ein kleines Schild, das kostet nicht viel. Dann hilft ja auch schon mal sehr viel, dass man die einfach nach der Zellchemie sortieren kann, die Akkus. Das wäre ja schon mal erstmal das Problem Nummer 1. Und dass man irgendwie eine Anleitung zum Zerlegen hat oder sowas, wäre ja auch schon sehr, sehr hilfreich. Noch eine ganz andere Frage, und zwar, das ist auch etwas, was die Zuschauer sehr häufig gefragt haben. Ich habe noch einen Verbrenner und der funktioniert noch gut. Also muss ich jetzt sofort ein E-Auto kaufen, so aus Klimagründen, ja oder nein? Das ist was ganz Einfaches, sage ich mal. Also die einfache Botschaft ist auf keinen Fall einen neuen Verbrenner kaufen. Ne? Also das machen ja viele noch, sagen, okay, für die Übergangszeit kaufe ich mir jetzt nochmal einen neuen Diesel. Nein, jedes neue Benzin- und Dieselauto, was gebaut wird, fährt 20 Jahre auf diesem Planeten rum und macht Schäden. Das heißt, es wird ja irgendwann nach 5 Jahren oder nach 3 bis 5 Jahren werden die normalerweise abgestoßen. Dann gehen die in den Gebrauchtmarkt und dann nochmal 5 Jahre später
verlassen sie Deutschland, aber die fahren ja irgendwo auf diesem Planeten rum und richten Klimaschaden an und verbrauchen Öl und Gas und sonst irgendwas. Also das heißt, das ist auf alle Fälle ein Riesenproblem. Die Neuwagen sollte man nicht kaufen. Jetzt bei den gebrauchten Wagen, also wir werden ja nicht Schnick machen können und wir haben dann 47 Millionen Elektroautos morgen früh, sondern wir haben ja eine Übergangszeit. In dieser Übergangszeit werden auch noch fossile Verbrenner unterwegs sein. Das ist dann auch vollkommen okay. Das heißt also, wer jetzt einen Verbrenner fährt, kann ihn erstmal weiterfahren, aber tunlichst bitte keinen neuen Verbrenner mehr auf die Straße bringen. Also das sollten wir sofort stoppen. Da ist auch der Gesetzgeber wieder gefragt, dass wir hier ein Zulassungsverbot für neue Benzin- und Dieselautos bekommen. Weil Autos, die heute gebaut werden, 2022, fahren 2042 noch auf diesem Planeten rum, da wollen wir schon längst klimaneutral sein. Das funktioniert nicht. Deswegen müssen wir das unterbinden. Den alten Verbrenner kann man, solange es noch keine Alternative auf dem Elektroautomarkt gibt, vom Preis her, was für viele ja noch ein Problem ist, dann einfach auch erstmal weiterfahren. Ich weiß nicht, ob Sie, ich hatte mal ein Video gemacht dazu, wie ich hier meine Anlage angemeldet habe. Und das war ganz interessant. Also da habe ich mich auch ein bisschen ausgekotzt auf gut Deutsch, weil mich das auch schon wirklich sehr genervt hat. Ich habe jetzt tatsächlich mittlerweile die erste Auszahlung bekommen von vollen 13 Euro und das hat mich auch nur anderthalb Jahre an Bürokratie gekostet. Also das war schon echter Wahnsinn. Das ist eine EEG-Anlage, also richtig als Einspeisung oder wie? Oder? Ja, jetzt mittlerweile. Also das, wie gesagt, das hat gute anderthalb Jahre gedauert. Ne? Also jetzt kriegen wir auch Vergütung. Also ich habe einen extrem hohen Eigenbedarfsanteil, deswegen passt das alles. Aber trotzdem, also im Sommer haben wir natürlich auch Riesenüberschüsse und die fände ich ja jetzt nicht schlecht, wenn ich da meine 7 Cent für kriege, habe ich auch nichts gegen. Ja, meine Frage ist halt irgendwie... diese ganze bürokratische Katastrophe, also zeichnet sich da irgendwie eine Erleichterung ab? Na, ich befürchte mal, also es wird leichte Verbesserungen geben, aber dass alles perfekt ist jetzt nach Ostern, das ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Also gerade beim Eigenverbrauch soll sich das eine oder andere verbessern. Bei den Balkonanlagen, befürchte ich mal, wird sich da nicht so sonderlich viel verbessern. Also ja, man ist in Deutschland ja immer dran gang und gäbe, dass man auch die letzte Kilowattstunde zählt. Man könnte natürlich auch Einspeisevergütung pauschal zahlen, nicht? Also das wäre so Gedankenmittel, dass man einfach sagt, die Anlage ist so groß und dann gibt es halt einfach einen Durchschnittswert ohne Zähler. Also das würde ja einen Haufen Gebühren auch sparen. Also da könnte man pragmatisch Sachen machen, aber das sehe ich in Deutschland nicht. Also da kommt ja dann immer gleich die Steuergerechtigkeit und wenn dann 3 Cent Unterschied ist zum Nachbarn, dann muss man die auch abrechnen und bezahlen und wir geben dann über solche Abrechnungen und Formulare oder sowas viel mehr Geld aus, als es irgendwie Sinn macht. Also ich sehe noch nicht, dass wir wirklich auf so einen pragmatischen Weg dann kommen, wo man einfach sagt, okay, komm, irgendwie die Anlage ist so klein, kriegst du halt pauschal 13 Euro im Jahr überwiesen, solange die Anlage läuft und gut ist. Wir sparen dann 100 Euro Verwaltungsgebühren bei den Finanzämtern und Energieversorgern ein, nicht? Also das wäre ja eigentlich die sinnvolle Lösung. Das wurde lange Zeit nicht gemacht, weil man wollte die Anlagen ja gar nicht. Deswegen also war man ja froh, dass es so kompliziert war, muss man ganz klar sagen. Also die alte Regierung hat das ja entweder bewusst oder zumindest mal hat man das billig in Kauf genommen, dass es so kompliziert ist. Aber da jetzt wieder rauszukommen, also und Balkonanlagen haben sicherlich jetzt nicht die hohe Priorität bei der Energiewende. Also mich würde es sehr, sehr wundern, aber vielleicht passieren jetzt gerade im Zeichen der Ukraine-Krise auch Wunder in der Energieversorgung, dass plötzlich Sachen einfach gemacht werden, die vorher kompliziert waren. Und also Stichwort Balkonanlagen, also 600 Watt sind ja im Moment erlaubt. Wenn Sie jetzt entscheiden dürften, was würden Sie sagen, wär okay? Was würden Sie als so Maximalwert als sinnvoll erachten? Sind 600 Watt irgendwie okay oder sollte man da wesentlich höher gehen eigentlich? Das ist jetzt eine Frage. Also erstmal natürlich, was man installieren kann. Also wenn ich 600 Watt habe, dann kann ich die Anlage noch im Eigenverbrauch laufen lassen und dann ist egal, ob ich eine Einspeisevergütung kriege oder nicht. Wenn ich jetzt an dem Balkon 2 kW hängen würde, dann habe ich eine reine EEG-Anlage, weil ich einfach irgendwie dann 80% des Stroms zu viel habe. Der muss dann ins Netz und den muss ich auch vergütet bekommen, sonst rechnet sich die Anlage nicht. Deswegen würde ich da auch ganz klar einen Schnitt machen. Also bis 600 Watt sind es Balkonanlagen. Die kann man irgendwie am besten ohne Anmeldung, ist heute momentan noch vorgeschrieben, aber die würde ich relativ einfach machen. Die stecke ich einfach in die Steckdose, die sparen über den Eigenverbrauch ein bisschen Strom ein und gut ist. Also das alles, was größer ist, rechnet sich so nicht mehr über die Einsparung des eigenen Strompreises. Das heißt, da muss ich dann einspeisen, dann wird es eine EEG-Anlage und dann wird es auch komplizierter werden, sage ich mal.
Auch da muss man natürlich schauen, dass man die Regeln einfacher macht, dass man einfach sagt, also wenn ich jetzt anfange, Zähler zu setzen, Elektriker zu holen, dann rechnet sich das ja auch ziemlich schnell nicht mehr. Und da muss man überlegen, ob man einfach über, ja, jetzt haben wir natürlich zwei Sachen, die wir auseinanderklamüsern müssen. Erstmal das Abrechnungsproblem und dann haben wir aber irgendwann natürlich ein Sicherheitsproblem, ne? Also wenn ich jetzt eine 2-kW-Anlage habe und der Laie anfängt, die in die Haussteckdose reinzubasteln, dann habe ich als Elektriker halt auch irgendwann da meine Probleme damit und sage, da kann auch mal was schief gehen und dann wird es auch gefährlich. Also insofern würde ich sagen, so die 600 Watt Anlage einfach in die Steckdose rein, das ist safe, wenn die Komponenten okay sind. Wenn das eine größere Anlage ist, muss der Elektriker kommen, ja, dann wird es halt einfach kompliziert, da komme ich wahrscheinlich auch erstmal nicht vorbei. Naja, also mit den Balkonanlagen, also mit dem Eigenverbrauch, da würde ich jetzt zumindest insofern widersprechen, dass sich das, also wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Nachbarn, der überlegt auch gerade eine Wärmepumpe zu holen und hatte auch mal jemanden kommen lassen, der jetzt sagt, ich hätte gerne hier eine Photovoltaikanlage und die haben denen dann ein Angebot gemacht, wo der gesagt hat, das kann ich mir nicht leisten, ne? Das ist zu teuer, also kann er einfach nicht. Und dann hat ich ihm gesagt, ja dann. Ist ja keine Mietwohnung, wo dann die Wärmepumpe dran ist, oder? Nee, ist ein Haus, aber ich meine, der könnte sich ja so gesehen auch eine Mini-Anlage machen, der hätte den Verbrauch und das würde ja tatsächlich alles wunderbar verbraucht werden halt. Balkonanlagen auf Einfamilienhäusern ist das, was wir so ein bisschen kritisch sehen, ne? Da habe ich irgendwie so die großen Dächer und dann kommen so diese Mini-Anlagen, also da sollte man das Dach voll machen mit einer konventionellen Photovoltaikanlage, ganz klar. Momentan sind die Preise hoch, Angebot und Nachfrage, also momentan wollen sehr viele eine Photovoltaikanlage haben, die Leute, die Installateurinnen und Installateure kommen nicht hinterher. Deswegen sind die Preise auch hoch, muss man schauen. Aber da ist die bessere Lösung, bevor ich da jetzt irgendwie statt 2 oder 4 Module, ich meine, wir haben bei uns auf dem Dach 30 Module. Und wenn ich dann stattdessen 2 Module an den Balkon klemme oder auch 4, dann ist das natürlich, wird wahnsinnig viel Dachpotenzial verschenkt. Also da sollte man wirklich gucken, wenn ich ein eigenes Dach habe mit einer Wärmepumpe, Elektroauto, dann lohnt es sich auch, das Dach komplett voll zu machen. Wenn man momentan kein sinnvolles Angebot kriegt, ein bisschen warten, irgendwann wird sich das ja hoffentlich auch wieder normalisieren mit der Angebot- und Nachfragesache. Naja, also bei ihm ist der einfache Grund, er kann es nicht. Also hat halt nicht genug Geld dann einfach. Ne? Also alles auf einmal ist zu viel. Ne? Dann hat man Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, E-Auto. Also das muss man sich ja alles überlegen. Das sind ja immense Kosten. Und ja. Ich sag mal, für die meisten ist das ja kaum tragbar. Das ist halt irgendwas, wo ich so ein bisschen mir Sorgen mache. Da wäre jetzt, ich sag mal, bevor er gar nichts macht, wäre es mir persönlich jetzt lieber, dass er sich eine kleine Anlage da auf den Balkon setzt im Notfall oder ja. An die Hauswand. 600 Watt sind besser als nichts. Aber, nein, aber wenn er jetzt 1,2 kW oder 2 machen dürfte, wäre es ja eigentlich okay. Also dann wäre das ja gar nicht mal so schlecht. Würde ich vielleicht an der Stelle nochmal widersprechen. Also die 600 Watt, es ist immer, wie gesagt, schade, wenn die Dachflächen verwendet werden. Die Kleinanlagen sind ja dann pro Kilowattstunde auch nicht so extrem billig. Also das heißt, auch da muss man schauen. Die große Anlage ist pro Kilowattstunde billiger, aber ich muss halt erstmal mehr Geld in die Hand nehmen, um die halt zu installieren. Da gibt es aber auch Anbieter, die zum Beispiel die Anlagen verpachten oder man kann auch über zinslose Kredite, über die KfW oder so das realisieren. Das heißt, da ist dann der Gesetzgeber gefragt, für die Menschen, die das Geld, sage ich mal, nicht auf dem Sparbuch haben, dass man denen die Finanzierung dieser Anlagen ermöglicht. Ansonsten ist die Anlage natürlich, die große Anlage auf dem Dach, tendenziell wirtschaftlicher als die Kleinanlage. Und da ist nur die Frage der Finanzierung. Und das lässt sich eigentlich entweder über Pachtmodelle oder halt über zinsgünstige Kredite von staatlicher Seite eigentlich relativ gut lösen. Da muss eher der Weg hingehen. Ja, ich weiß nicht. Also bisher die meisten Anlagen, die mir jetzt so gezeigt wurden, wenn ich das halbwegs durchrechne, dann komme ich eigentlich nie darauf, dass sich das, also ob sich das je amortisieren wird, da habe ich große Zweifel. Das sind ja meistens Zeiträume von 10 bis 15 Jahren. Also wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht so wichtig. Es muss sich auch nicht immer amortisieren. Man kann das auch einfach mal so machen aus Unabhängigkeitsgründen. Man kennt auch die Entwicklung des Strompreises nicht und alles. Das sind Riesenfaktoren. Trotzdem sehe ich das eigentlich nicht. Also für die meisten wird sich das, zumindest wenn man jetzt die Zahlen im Moment nimmt, einfach nicht amortisieren. Ne? Oder wenn da noch Wartung dazu kommt oder sowas, kann halt passieren. Und dann. Ja, also normalerweise lebt eine Photovoltaikanlage 20 bis 30 Jahre. Also ist vollkommen richtig. Man braucht 10 bis 15 Jahre, bis die sich dann rechnet. Also die Amortisationszeiten sind relativ lange. Aber nach den 15 Jahren habe ich halt nochmal 10 bis 15 Jahre, wo ich dann mit der Anlage auch dann auf der Plusseite bin und dann auch sie schon abbezahlt habe und dann sogar Geld spare. Also das Problem ist halt erstmal die ersten 15 Jahre zu finanzieren. Darüber hatten wir ja schon geredet. Das heißt also, ich muss erstmal das Geld auf den Tisch legen, komplett. Also bei einer Photovoltaikanlage zahle ich die Stromrechnung der nächsten 30 Jahre vorab. Das muss man einfach irgendwie, das ist halt das Problem. Danach habe ich 30 Jahre lang stabile Strompreise. Kann mal was kaputt gehen, da muss ich mal ein klein bisschen was nachschieben, aber das sind Peanuts im Vergleich.
Da muss man halt dafür schauen, dass halt also die Menschen, die das Geld nicht auf dem Sparbuch haben, dass man ihnen ermöglicht, das zu finanzieren. Entweder über Unternehmen, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, dass man also irgendwie über solche Pachtmodelle, wobei da die Unternehmen natürlich auch noch viel bei verdienen wollen. Oder halt, dass man von staatlicher Seite einfach sagt, okay, wir hatten ja schon mal die KfW-Kredite, die also als zinslose Kredite im Prinzip ausgeschüttet werden. Und dann, wenn ich einen zinslosen Kredit habe, eine Photovoltaikanlage baue, ja, dann stotter ich 15 Jahre den Kredit ab und danach habe ich nur noch 15 Jahre, wo ich dann also auch von der Anlage profitiere, ist dann ein Geschäft für alle. Naja, also wenn alles hält, ne? Also 30 Jahre, die Panels vielleicht, aber beim Wechselrichter und gewissen anderen Sachen habe ich große Zweifel, dass das 30 Jahre hält. Also Wechselrichter, glaube ich, die haben nicht mal so lange, nicht mal annähernd so lange Garantie. Wenn ich einen Akku habe, also das wird auch keine 30 Jahre halten. Ne? Also das muss man ja. Ne, solche Sachen, die gehen ja auch kaputt, das würde ja alles abgezogen werden halt. Also da, wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Ja, da möchte ich auch noch mal kurz widersprechen. Also man muss mal ein bisschen unterscheiden. Also klar, bei diesen Balkonanlagen, wir haben dort sehr kleine Wechselrichter mit niedrigen Wirkungsgraden, die nicht in so großen Stückzahlen gebaut wurden bislang, müsste man schauen, also wie lange die entsprechend halten. Aber gerade diese großen Photovoltaikanlagen, meine Anlage auf dem Dach, was hat die jetzt 16 Jahre auf dem Buckel, läuft fehlerfrei immer noch. Und selbst wenn jetzt der Wechselrichter kaputt gehen sollte, dann investiert man halt also im Vergleich zu den Modulen und der Installation, sind also das, was man da nochmal nachschieben muss, ist das relativ wenig. Also dann, das sind vielleicht 10% der Anlagenkosten, die man nochmal nachschicken müsste. Und nach 10, 15 Jahren irgendwann kommt sowieso das Elektroauto und vielleicht nochmal hinterher. Und da muss ich eh nochmal in die Elektrik rein. Und wenn dann der Wechselrichter nochmal getauscht wird, ja mei, also das ist dann kostenmäßig nicht mehr so dramatisch. Und Module, also es gibt auch Anlagen, die früher aussteigen, vollkommen klar. Aber es wird jetzt hier so ein bisschen suggeriert, so nach 10, 15 Jahren ist die Photovoltaikanlage Schrott. Da würde ich ganz klar widersprechen. Also nee, das wollte ich nicht sagen. Aber wie gesagt, also beim Wechselrichter, also die Module, glaube ich, die halten so lange. Da hätte ich jetzt auch keine Sorge. Also kann sein, dass ein, zweimal so einen kleinen Hotspot oder sowas kriegen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen passt das wahrscheinlich. Beim Wechselrichter, also das ist wirklich irgendwas. Ich kriege ja andauernd die Meldung von irgendwelchen Leuten. Also mir schreiben ja täglich immer ganz viele zu, also gerade aus diesem DIY-Bereich und so. Und so ein Wechselrichter geht schon mal kaputt. Das kann passieren. Also wie gesagt, viele laufen auch durch. Gut. Ich habe da keine konkreten Zahlen, aber sowas, ich sage es halt nur, so Wartung und sowas kommt halt auch dazu unter Umständen. Ja. Ne? Also das wird halt auch gerne weggelassen bei den Berechnungen. Das finde ich oft nicht ganz fair einfach. Gut. Ja, aber ich trotzdem, dann habe ich eine Anlage, die vielleicht 15.000 Euro gekostet hat und dann muss ich nach 10 Jahren mal 1.000 danach schieben. Also es ist ja dann irgendwie eine ganz andere Dimension. Also insofern auch selbst das, dann rechnet sich die Photovoltaikanlage noch, selbst wenn man Wartung reinsteckt. Also das heißt, die Rendite ist nicht überhoch, das ist vollkommen klar. Also man kann da jetzt sich nicht irgendwie goldene Taschen verdienen. Und aber trotzdem über die Lebensdauer einer Photovoltaikanlage rechnen sich die Anlagen in der Regel immer. Aber man hat halt diese langen Zeiten, die man halt vorfinanzieren muss. Das ist vollkommen klar. Also wenn man Geld auf dem Sparbuch hat, ist es eine gute Sache. Die Rendite der Photovoltaikanlage ist momentan noch größer als das, was man beim Sparbuch bekommen kann. Also insofern ist das okay. Wenn ich das Geld nicht habe, dann haben wir, wie gesagt, müssen wir gucken, ob man entweder über ein Pachtmodell oder halt über zinslose Kredite staatlicher Seite versucht, das ins Rollen zu bekommen. Ja, ich persönlich frage mich manchmal, ob es nicht adäquat wäre, halt auch einfach mal ein bisschen dann die Preispolitik einzugreifen. Also, dass man, wenn man diese Förderungen rausgibt, dann möglicherweise halt auch mal irgendwie Begrenzungen macht, was halt diese wahnsinnigen Preise, ne? Das ist ja wirklich nicht mehr normal, was da teilweise verlangt wird. Also, ich habe jetzt zum Beispiel für meine Anlage 10 Kilowatt plus, also damals noch 10 Kilowatt Speicher, habe ich 6.000 bis 7.000 Euro bezahlt. Klar, ich habe viel selber gemacht, aber der Elektriker hier musste auch kommen und so weiter. Und also die Preise, die man jetzt sonst so abruft, ne, wenn man die Förderung jetzt mal außer Acht lässt, das ist ja verrückt. Also so schlimm ist das auch nicht für so ein Unternehmen. Und das liegt ja einfach nur an dieser extremen Nachfrage, an den Förderungen, die da gepusht werden und sowas. Und da frage ich mich halt, könnte man da nicht auch irgendwie mal sagen, halt so, pass auf, ihr könnt die Förderung nehmen, also auch als Unternehmen, oder wenn ihr die da irgendwie mit abgreift, dann gibt es aber hier jetzt irgendwie auch mal ein Limit, was die Preiserhöhung angeht. Also da habe ich schon große Sorge, dass das, weil ich meine, unterm Strich, was interessiert die Leute? Ja, die meisten interessiert schon, was spare ich dabei. Ne? Das ist ja für die meisten sicherlich der entscheidende Faktor, würde ich denken. Ja, deswegen diskutiert man ja auch über Baupflichten momentan. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir weiter russisches Gas importieren und meckern, wie schrecklich das ist, und dann aber beim Dach sagen, okay, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt ein Gebäude neu baue, muss man ja auch sehen, nicht? Also da werden ja mal schnell irgendwie 500.000 Euro versenkt und dann die Anlage für 10.000 Euro auf dem Dach, dafür reicht es dann nicht mehr.
Weil klar, man macht halt immer das, was halt als Mindeststandard vorgeschrieben ist. Und wenn die Anlage halt nicht vorgeschrieben ist, dann lasse ich sie halt weg. Die Nachrüstung ist meistens wesentlich teurer. Also wenn eh schon der Elektriker da ist, das Gerüst steht, gerade im Neubaubereich, ist das normalerweise, sage ich mal, mit den Mehrkosten überschaubar. Und insofern finde ich solche Überlegungen relativ gut. Man muss aber natürlich dann auch die Menschen bei der Finanzierung helfen. Das ist vollkommen klar. Ja, ich würde sagen, dann war es das von meiner Seite. Gerne. Hat Spaß gemacht, interessant. Ja, auch.